Hallo Leute und willkommen bei Oldschool Hunter. Im heutigen Produktreview geht es um das Thema digitale Weihnachtsdekoration/Projektion, denn Timo Fischer Projects aus Deutschland hat uns ein Set von 4 lustigen singenden Weihnachtskerzen zusammengestellt. Im Set enthalten sind 4 Lieder und eine Weihnachtsgeschichte und ihr könnt aus 3 verschiedenen Display-Modi wählen. Ihr habt zum einen den Fenstermodus, dann den Wandmodus und einen Spezialmodus, den sogenannten Kerzenmodus. Und ich habe mir für das heutige Review so überlegt, dass ich euch die Videos in diesen 3 verschiedenen Modi zeige. Deswegen seht ihr ein Video im TV-Modus, dann nehme ich das von der Wand, 2 im Fenstermodus und 2 in dem Spezialmodus, der sich Kerzen nennt. Den Link zu diesen Videos, den packe ich euch wie immer unten in die Beschreibung des Videos mit rein. Und dann würde ich sagen, auf geht's und ab in den Review. Wir starten das Review am TV und ich nutze hier ein Video, das normalerweise für die Wandprojektion gedacht ist. Die Kerzen zeigen uns an, dass der erste Advent ist und darum ist auch nur die eine Kerze wach. Das Lied, das ihr hört, kennt sicher jeder und es heißt Leise rieselt der Schnee. Und jedes Lied im Review gibt es natürlich für jeden Advent und jede Projektionsart. Den Herzen ist warm, still schweigt Kummer und Angst. Dort bald ist heilige Nacht, vor der Engel erwacht. Euch nur beliebliches Schall, freue dich, Christkind kommt bald. Das Video hat am Ende eine Länge von 1 Minute und 9 Sekunden. Wir wechseln in den Fenstermodus und zum zweiten Advent. Jetzt brennt auch die zweite Kerze und das Lied, das ihr hört, heißt Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Der Eisrahmen im Fenstermodus ist hier ein sehr schönes Deko-Element und lässt die Winterstimmungen aufkommen. Ich bin im Außenbereich und der Sound kommt hier vom Bluetooth-Lautsprecher, deshalb ist die Qualität der Aufnahmen nicht ganz so gut. Kling, Glöckchen, Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling, hell erglühen die Kerzen, öffnet mir die Herzen, wir drin wohnen fröhlich, frommes Kind wie selig, kling, Glöckchen, klingelingeling. Das Video hat am Ende eine Gesamtlänge von 1 Minute und 26 Sekunden. An den Kerzen kann man erkennen, dass der dritte Advent da ist und hier habe ich das Lied Morgen Kinder wird's was geben herausgesucht. Auch hier haben wir wieder einen schönen Klassiker unter den Weihnachtsliedern und ich finde es sehr witzig, dass die Kerzen sich zur Musik bewegen, als würden sie tanzen. Welch ein Leben wird in unserem Hause sein, einmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Weihnachtstag. Morgen viele Freuden hoffen wir. Unsere lieben Eltern sorgen lange, lange schon dafür. O gewiss, wer selig wird, ist der ganze Lohn. Dieses Video hat am Ende eine Gesamtlänge von 2 Minuten und 49 Sekunden. Wir wechseln in den Kerzenmodus und zum vierten Advent. Das können wir daran erkennen, dass jetzt alle 4 Kerzen die Augen offen haben. Die Gesichter der Kerzen habe ich hier auf echte Kerzen projiziert und diese Kerzen haben einen Durchmesser von 10 cm. Das vierte Lied im Bunde ist auch hier ein echter Klassiker in der Weihnachtszeit und heißt O du Fröhliche. Dieses Lied darf natürlich auf keinen Fall fehlen. Freue, freue dich, o Christen, Gnadenbringende Weihnachtszeit. Ja.
Das Video hat am Ende eine Gesamtlänge von 1 Minute und 53 Sekunden. Wir bleiben im Kerzenmodus, aber da es keinen fünften Advent gibt, sehen wir wieder alle vier Kerzen, die uns hier eine Geschichte erzählen. Sie erzählen uns die Geschichte von Knecht Ruprecht und meiner Meinung nach darf diese Geschichte in der Weihnachtszeit auch nicht fehlen. Und wie ich sträuch durch das finstern Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, heb deine Beine und... Mir gefällt es sehr gut, dass die Kerzen mit verteilten Rollen erzählen. Wenn hier zum Beispiel nur drei Kerzen wach wären, dann würden auch nur drei Kerzen die Geschichte erzählen. Die trifft sie auf den Teil, den Rechten. Christkindlein sprach. So ist es recht. So geh mit Gott, mein treuer Knecht. Bis bald. Von draußen, vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hier innen find. Sind's gut. Das Video hat am Ende eine Länge von 1 Minute und 32 Sekunden. Das waren die Videos der Kerzen. Kommen wir zu einem kurzen Fazit. Alles in allem finde ich die Idee mit den Kerzen auf dem Adventskranz als digitale Weihnachtsdekoration sehr lustig und auch sehr gut umgesetzt. Die klassischen Weihnachtslieder passen aus meiner Sicht sehr gut dazu, denn Weihnachten ist ja immerhin eine sehr ruhige und eher besinnliche Zeit. Ich finde es aber auch gut, dass zum Beispiel bei Morgenkinder wird es was geben, eine modernere Version verwendet wurde und somit kann man wunderbar sehen, dass sich klassische Elemente von Weihnachten durchaus mit modernen Elementen kombinieren lassen. Bei den Kerzen finde ich sehr witzig, dass diese schlafen, wenn deren Advent noch nicht gekommen ist. Und so habt ihr die Möglichkeit, an jedem Adventswochenende vor Weihnachten die Kerzen zum Leben zu erwecken und virtuell anzuzünden. Weiterhin finde ich witzig, dass die Kerzen auch tanzen, wenn sie singen. Und so kommt noch ein bisschen mehr Dynamik in das Ganze rein und die Szenerie erwacht zum Leben. Im Fenstermodus gibt es neben dem Hochformat, das ihr gesehen habt, auch das Querformat. Das hat den Hintergrund, dass der Eisrand in den Videos schon entsprechend angepasst ist und für Hoch- und Querformat entsprechend passt. Der Eisrand ist aus meiner Sicht auch ein sehr gutes Stilmittel und vermittelt hier noch einmal die winterliche und weihnachtliche Stimmung besonders gut. Der Kerzenmodus ist noch einmal eine sehr witzige Idee und bringt neue Aspekte für Projektionsmöglichkeiten mit sich. Ich stelle mir das allerdings noch schwierig vor, das im Wohnzimmer umzusetzen, denn auf der einen Seite braucht ihr Platz für die Kerzen und auf der anderen Seite braucht ihr Platz für den Beamer. Wenn ihr das Ganze temporär hinstellen wollt, ist es überhaupt kein Problem, stellt es auf den Tisch, räumt es nachher wieder weg. Wenn ihr es permanent hinstellen wollt, wirkt es ein bisschen schwieriger, dann müsst ihr schauen, dass ihr die Kerzen und den Beamer entsprechend so hinstellt, dass natürlich am Ende keiner drüber fällt. Wo ich mir das Ganze richtig gut vorstellen kann, ist der Außenbereich. Wenn ihr vor eurem Haus vier große künstliche Kerzen hinstellt, könnt ihr die Gesichter drauf projizieren und die Kerzen somit vor eurem Haus singen lassen. Einziges Manko an dem Kerzenmodus aus meiner Sicht sind die Gesichter selbst, denn diese gibt es nur in Rot und in keiner anderen Farbe. Ihr müsst also wahrscheinlich schauen, dass ihr rote Kerzen verwendet, um die Gesichter darauf zu projizieren. Und genau an dieser Stelle steckt aus meiner Sicht noch ein bisschen Potenzial, um den Kerzenmodus noch flexibler zu gestalten. Es hindert euch allerdings auch keiner daran, die roten Gesichter auf weiße Kerzen zu projizieren oder auf gelbe Kerzen. Der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt, probiert es ruhig aus. Wenn ihr es gemacht habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das Ergebnis würde mich auf jeden Fall interessieren. Sind auf jeden Fall Aspekte, die bei den Projektionen durchaus in Betracht gezogen werden sollten. Abschließend kann ich also sagen, die Arbeit von Timo Fischer Projects hat sich durchaus gelohnt und die Kerzen auf dem Adventskranz sind eine echte Bereicherung für die Welt der digitalen Weihnachtsdekoration. Ich werde die Kerzen auf jeden Fall bei mir in der Weihnachtsdekoration einsetzen und an meinem Fenster singen lassen. Wir sind damit am Ende des Reviews angekommen und den Link zu den Kerzen habe ich euch noch einmal unten in die Beschreibung des Videos mit reingepackt. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein paar Einblicke in die Welt der vier lustigen singenden Kerzen geben und wenn ihr den Review hilfreich fandet, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne auch den Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt sie mir wie immer in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, klickt auf Abonnieren, damit ihr die Updates hier auf meinem Kanal nicht verpasst. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Fröhlich sein.